oder? Ah! Gegenüber von Ikea, wie kommst du denn darauf? Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem absoluten Lieblings-Streamer-Verein, wo keiner mehr aus Berlin kommt. Nein, doch, wir sind alle drei Ursprungs-Berliner, deswegen gucken wir. Das ist Berlin Nummer 52. Ja, keiner wohnt mehr in Berlin. Schade, Paul. Ja. Moment, Paul, bist du nicht wohnsitzlich woanders gemeldet? Oder das ist ja vollkommen irrelevant. Aber wo wohnt er denn? Hä? Na, ich gehe jetzt hier nach Melderegister auch. Das ist ein Quatsch. Wir machen Spaß, Freunde. Das ist Berlin, Nummer 52. Rein! Sind wir alle nur Exil-Berliner? Das war. Geboren und aufgewachsen in Berlin sind wir alle. Quatsch! Sorry, kam so raus. Nee, nicht ganz wahr, aber gut. Alle also außer geboren, Paul. Ja. Aufgewachsen? Nein. Paul ist Weltbürger. Ja. Klassischer Alexanderplatz, ne? Ja, nee, das kannst du untertiteln. Kannst du untertiteln einfach mit Monday. Ja. If Monday was a person. Ey, solange der nicht auf die Untertitel. Solange der nicht auf die Straße kackt, ist alles gut. Habe ich auch schon erlebt in Berlin. Wirklich. Ah ja, erlebt. Als ob. Nice. Oh mein Gott, was? Ja, er darf nur nicht drauf landen. Und das war knapp. Eigentlich ein Dorf-Style. Naja. Oh, wie das stinkt. Nachdem. Aber guck mal, im Hintergrund auch einer mit orangener Dingsbums. Da steht ein Müllmann tatsächlich. Ja. Was soll er machen? Ja. Kann er jetzt nicht anfangen einzuladen? Ja, du kannst mit Wasser kein Feuer löschen. You can't fight fire with water, my friend. Aber du, was willst du machen, wenn in Berlin alle Papiermüllentsorgungswerke abgefackelt sind? Dann musst du den halt draußen verbrennen. Ist halt so. Ja, aber ich fand auch lustig, also die Art, wie er es gesagt hat: Müllentsorgung. Reinickendorf-Style. Das ist doch okay, original cool. Reinickendorf-Style, ja. Boah, machst du nix. Wieso liegt da so viel Müll? Hat sie sich gerade wie so ein Hund? Komm mal her. Komm. Ey, ich überlege gerade, ob das Prerohr Platz war. Weißt du, die infamous Ecke. Da kann ich mir vorstellen, dass die Leute sowas machen. Nice. Wie? War das der von Monte? Digga, geh kaputt, ist das dein Ernst? Jetzt? Ihr seht, Berlin ist zu 100% ready für... Das macht mich so fertig. E-Mobilität. Elektro, ja. Das ist aber wie... Haben wir Prinzessin. Hey, Marco schickt mir neulich ein Video. Hatte ich euch das erzählt, wo sie auf dem Parkplatz da diesen riesen Dieselgenerator hingestellt haben, mit dem Leute ihre Elektroautos laden. Ja. Ach Gott. Das ist schon eine Kuh, ne? Ja, ja. Das ist ein echt komisches Pferd. Meint der eine hat eine Wette verloren? Oh mein Gott. Yo. Alter. Irgendwie, Respekt. Abgesehen davon, dass das echt gefährlich ist und die alle mit ihrem Leben spielen im Straßenverkehr. Respekt. Muss ich wirklich sagen, geil. Also das ist eine Gang, Alter. Das ist eine Gang. Einer von denen holt den Lanzer raus. Ja. We fall together. Ja. Genau. Stabile Leistung auf jeden und Fall. Unser E-Scooter verreckt auch together, Alter. I try. Oh! Ja, you know. Wild? Mick Jagger ist tief gefallen, du. Ah, die Furries sind am Start. War am CSD, oder? Ah! Gegenüber von Ikea, wie kommst du denn darauf? Weil das ist eine gute Frage. Wie kommst du denn bei der M6 und der M5, ne? Das ist doch Absicht.
Ja, das kann nicht anders sein. Da kommst du nicht rauf, einfach so. Hä? Oder vielleicht. Also, kannst du legit nicht aus Versehen drauf fahren? Nee, das ist irgendwie. Das ist schon wild. Digga. Zu dem Glockengebimmel. Er hat alles durchgespielt. Ist ja mega. Wisst ihr, was das ist? Das ist. Das ist original 26. Semester TU-Student. Why? Weil sie es kann. Ihre Homies von der letzten Generation lassen noch auf sich warten. Meinst du, sie wollten was anderes außer Hände auf die Straße kleben, ja? Sie muss maximal viel Fläche machen. Jetzt kommt die Polizei. Was machen die denn jetzt? Und tschüss. Ja, sie ist jetzt einfach nur aufgestanden. Und geht. Das ist Stylewesen, wo der Russ. Stylewesen, wo der Russe ist, ne? Wo man so geil essen gehen kann. Ja, ja, das Rosenthaler. Ja. Hat mir aber gefallen. Fand hat ich mir, gut wieder, alle. Alle sehr relatable, Alter. Es ist halt normal in Berlin, ja. Ne? Machst du nix. Ich war, das ist ja auch immer noch witziger, glaube ich, für Leute, die da nicht herkommen. Ja. Das, schreibt das mal gerne in die Kommentare, wenn ihr nicht aus Berlin oder einer vergleichbaren Großstadt kommt. Wobei, es gibt nicht wirklich viele vergleichbare Großstädte. Wie absurd, auf einer Skala von 1 bis Berlin, ist das für euch? Weil für uns wäre das absolut Dienstag. Relatable. Dienstag, ja. Das ist wirklich so. Und ganz ernst gemeint, nicht mal. Traurig, nicht lustig. Warum ist das nicht lustig? Naja. Freunde. 20 von 10, 360 wild. Okay. Denkt bitte dran, auf jeden Fall auf unserem Dr. Freud Live-Kanal auch mal auf YouTube vorbeizuschauen. Ne? Da gibt es die ganzen Stream-VODs in voller Länge ungeschnitten. Bub, einfach reinziehen. Also, wenn ihr von unseren Videos nicht genug kriegen wollt und die einfach mal in Dauerschleife laufen lassen wollt, oder geht mal rüber. Falls ihr wissen wollt, was wir zwischen diesen Reactions alles machen. Ja. Ist ja auch spannend. Aber auch die Reaktion im Chat jetzt zeigt mir schon wieder, dass wirklich der Typ, der mir damals gesagt hat, wir Berliner haben einfach keinerlei Standards für gar nichts. Ja. Dass das einfach wirklich, wirklich wahr ist. Da ist Wahrheit drin, ne? Ich glaube, was wir so als menschlich und zwischenmenschlich und so normal einfach so normal hinnehmen, ist wirklich einfach völlig weird. Ist so. Ist Wahrheit.